BioWare. Ein Ladebildschirm. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay hier auf meinem Kanal. Explorer LP spielt Dragon Age Inquisition. Nicht das neueste Spiel, ihr habt es jetzt unten, 2014 bzw. ganz genau genommen am 18. November 2014 rausgekommen. Der, lass mich nicht lügen, vierte Teil einer Reihe. Der letzte Teil dieser Reihe, ob da noch eins kommt, weiß ich nicht. Ich hab's mir 2014 vom Weihnachtsmann gewünscht, hab's dann auch bekommen. Und zusätzlich damals aber auch World of Warcraft, Worlds of Draenor. Die beiden Spiele kamen zeitgleich raus, meine ich so um den Dreh. Ja, Draenor hatte gewonnen und Dragon Age Inquisition ist im Regal verstaubt. Ich habe damals mal ein Stündchen auf zwei reingespielt und ja, irgendwie hat die Motivation gefehlt, zwei Spiele, die dermaßen von einem was abverlangen, zeitmäßig da in Angriff zu nehmen. In den letzten Streams habe ich es oft angekündigt. Jetzt ist es soweit. Wir zocken Dragon Age Inquisition. Ich freue mich drauf. Es ist ein MMORPG. Wir durchleben eine Geschichte. Wir spielen mit einer Gruppe zusammen. Die Kampfmechanik, da muss ich mich erstmal wieder reinfuchsen. Vielleicht kannst du da draußen, wenn du das Spiel schon durch hast, mir da unter den Videos den einen oder anderen Tipp geben, wie ich was besser machen kann. Wir werden die Geschichte durchleben. Es gibt innerhalb dieser Geschichte, glaube ich, zwischen 9 und 12 Riesenbosse. Das sind dann Drachen, sollten es, glaube ich, sein. Die werden ein bisschen tricky werden. Werden wir aber auch hinbekommen. Ansonsten, wie gesagt, Alter, hör dir die Musik an. Ah, kriege ich Gänsehaut. Ansonsten, wie gesagt, hoffe ich auf deine Hilfe in den YouTube-Kommentaren. So, wir werden klicken, um fortzufahren. Ein neues Spiel. So, Charaktererstellung, Volk und Aussehen wählen. Männlich oder weiblich? Wir spielen einen weiblichen Char. Ein Mensch. Die Menschen sind das zahlenmäßig größte und mächtigste Volk in Tedas. Sie sind außerdem mehr als alle anderen politisch gespalten und scheinen geradezu nach Streitigkeiten zu dürsten. Menschliche Charaktere erhalten zu Beginn des Spiels einen zusätzlichen Fähigkeitspunkt. Eine Elfin. Die an ihrem schlanken Körperbau und spitzen Ohren erkennbaren Elfen sind ein Volk, das auf eine lange Geschichte der Unterdrückung zurückblickt. Während sich die meisten in den ärmsten Vierteln menschlicher Städte durchschlagen, leben die Dalish als Nomaden. Elfen erhalten einen Bonus von 25% auf Verteidigung gegen Fernkampfangriffe. Eine Zwergin. Zwerge sind klein und stämmig und die meisten von ihnen verbringen ihr gesamtes Leben unter der Erde. Diejenigen, die an der Oberfläche vertrieben wurden, sind häufig Händler oder Schmuggler. Da Zwerge keine Verbindung zum Nichts besitzen, können sie keine Magier sein, erhalten aber einen Bonus von 25% auf Verteidigung gegen Magie. Und die Kunari. Die Kunari sind ein Volk gehörnter Riesen, die einer streng religiösen Lehre folgen, die als das Kun bekannt ist. Diejenigen, die sich von dessen Grundsätzen abgewandt haben, werden als Tal Fasot bezeichnet und verdingen sich häufig als Söldner. Kinari-Charaktere erhalten plus 10% Resistenz gegen körperlichen Schaden. Ja, ich würde mir eigentlich gern eine Magierin erstellen. Damals, also 2014, habe ich mir einen Kunari erstellt, war ich jetzt, also ich möchte keinen Nahkampf Charakter erstellen. So, sie hat 25% auf Fernkampfangriffe. Sie kann kein Magier sein. Und eine Frau mit Hörnern will ich nicht. Also bleibt nur Elfin oder Mensch. Der Mensch bekommt einen zusätzlichen Fähigkeitspunkt. Wir nehmen den Mensch. Schurken, zwei Waffen. Schurken sind, also wir wählen jetzt die Klasse aus. Schurken sind Kämpfer, die sich mehr auf Schnelligkeit und Beweglichkeit verlassen als auf schwere Rüstung. Sie nutzen ihre Fähigkeiten und vorteilhafte Positionen auf dem Schlachtfeld.
um gewaltigen Schaden zu verursachen. Dabei können sie entweder mit ihren Dolchen in den Nahkampf gehen oder mit Pfeilen aus der Distanz angreifen. Schurkin, Bogenschützin. Schurkinnen sind Kämpferinnen, die sich mehr auf Schnelligkeit und Beweglichkeit verlassen als auf schwere Rüstungen. Sie nutzen ihre Fähigkeiten und vorteilhafte Positionen auf dem Schlachtfeld, um gewaltigen Schaden zu verursachen. Dabei können sie entweder mit ihren Dolchen in den Nahkampf gehen oder mit Pfeilen aus der Distanz schießen. Kriegerin, Zweihandwaffe. Krieger sind Frontkämpfer und schwere Rüstungen, die enormen Schaden verkraften können. Sie sind fähig, Zweihandwaffen wie Streithämmer und Großschwerter zu führen, können aber auch eine kleinere Waffe gemeinsam mit einem Schild verwenden, um ihre Verteidigung zu stärken. Kriegerin Waffe Schild. Kriegerinnen sind Frontkämpferinnen in schwerer Rüstung, die enormen Schaden verkraften können. Sie sind fähig, Zweihandwaffen wie Streithämmer und Großschwerter zu führen, können aber auch eine kleinere Waffe gemeinsam mit einem Schild verwenden, um ihre Verteidigung zu stärken. Magierin. Magierinnen kanalisieren magische Energie in Zauber, die eine Vielzahl von Zwecken dienen können. Sie können Gegner schwächen, Verbündete beschützen oder verheerende Elementarkräfte entfesseln. Jene, die über die Macht der Magie gebieten, werden wegen ihrer Fähigkeiten gefürchtet und ihre Rebellion gegen die Kontrolle der Kirche hat das Land in Chaos gestürzt. Schwierigkeitsgrad. Ich nehme mal normal. Was haben wir noch? Pussy-Modus? Entspannt. Für Rollenspiel-Neulinge oder Spieler, die sich rein auf die Geschichte konzentrieren möchten. Die Kämpfe stellen nur eine geringe Herausforderung dar. Für Spieler, die ein ausgewogenes und dennoch herausforderndes Spielerlebnis suchen. Diese Einstellung wird für die meisten Spieler empfohlen. Okay, dann nehmen wir das mal. So. Als Spross der Adelsfamilie Trevilian aus Ostwick in den freien Marschen warst du eigentlich für ein privilegiertes Leben bestimmt. Als jedoch in deiner Kindheit deine magischen Fähigkeiten erwachten, warst du fortan gezwungen, im Zirkel der Magie von Ostwick ein Leben voller Einschränkungen zu führen. Beschützt, aber auch überwacht, ausgebildet, aber auch isoliert, wäre der Zirkel deine gesamte Zukunft gewesen, wenn die Magier nicht gegen die Herrschaft der Kirche rebelliert hätten. Anschließend blieb dir keine andere Wahl, als gegen Templer die Jagd auf alle freien Magier machten, um dein Leben zu kämpfen. In der Hoffnung, einen Frieden mit den Templern aushandeln zu können, hast du dich einer Abordnung von Magiern angeschlossen, die einer Konklave der Kirche beiwohnten. Es ist nicht sonderlich gut verlaufen. Warte mal eben. Was will er jetzt? Zurück. So, muss ich jetzt hier was auswählen? Standardwelt. Um eine individuelle Weltlage zu importieren, melde dich an und besuche Dragon Age. Ich will er jetzt. Auswählen. Ja. Weltlage Import. Karte konnte man da jetzt gar nicht wählen, ja, ne? Import erfolgreich. 27.12.2014, 19. Achso, das, stopp. Zurück. So. Auswählen. Nein. Standard. Um eine individuelle Weltlage zu importieren, melde ich. Ich glaube, das ist ein alter Spielstand von damals. Den wollen wir ja nicht haben. Bestätigen. Mal sehen, was passiert. Ich hoffe nicht, dass wir es irgendwie mit einem Spiel anfangen und er dann doch den alten Spielstand jetzt übernommen hat. Krieger können aufgrund ihrer hohen Rüstungswerte und Blockfähigkeiten mehr Schaden verkraften als andere Klassen. Wir können auch gar keinen Namen auswählen, ne? So. Gut, dann wollen wir mal. Kopf 1, Kopf 2, Kopf 3, okay. Nein. 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 Ja, kommt der Sache schon näher.
Okay. Auswählen. Nee, zurück, stopp. Kann man. Was? Kann man jetzt nicht. Nein. Anpassen. Allgemein. Gesichtsform. Hautfarbe. Farbe. Ja, die hat schon gewonnen. Wir gucken aber trotzdem noch mal. Was war das? Zurück. Mal zurück. Mal zurück. Wo ist er? Oha, ja. Haare. Dann lass mal lutschen. Was für ein Friseurchen. Nein, 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 na. Okay, könnte. Nein. 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 Nein, 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 nein. Naja, passt nicht. Oha, oha, oha. Oh. Oh, 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 oh. Ich glaube, was lange Mähne angeht, nehmen wir die Option, oder? Das nicht, das nicht. Das nehmen wir. Gut. Was kommt als nächstes? Hautfarbe, Ton, Augenfarbe, Haare, Haarfarbe. Es ist Magierin weiß. Passt schon mal. Stimme. Solange wir Erfolg haben, ist mir alles andere egal. Ihr lasst mir keine andere Wahl. Gibt's nur zwei Ich Stück? hoffe einfach, dass ich helfen kann. Alles, was ihr gehört habt, entspricht der Wahrheit. Ihr lasst mir keine andere Wahl. Ja. Haarfarbe, Stimme. Das war's. Ihr lasst mir keine andere Wahl. Ja, ich weiß schon, okay. Kopf und Ohren. Lassen wir mal Augen, lassen wir Nase. Lassen wir. Mund, Kiefer, Narben und Tätowierungen. Haben wir denn da? Das sind ja nur Namen, das sind keine Tätowierungen. Achso, steht ja auch Namen, Namen. Okay, Entschuldigung. Blab, 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 blab. Aus. Horizontale, vertikale Position, Tätowierungsdesign. Nein. Nein. Das ist alles zu viel. Gibt's kein schickes kleines Tattoo? Sonst lassen wir es weg. Obwohl. Das geht. Tätowierungsfarbe.
Achso, so. Okay. Das war's dann ja auch, okay. Make-up. Lidschatten. Oh mein Gott. Lidschatten, Intensivität. Ja. Okay. Ich würde sagen, wenn jemand von euch da draußen so aussieht, bitte bei mir melden, ne? Weißt du Bescheid. Gut, okay. Zurück. Bandits. Änderung übernehmen. Evelyn, nein. Evelyn, nein. Nein. Evelyn. Schwierig, schwierig, schwierig. Man will sich auch damit identifizieren. Dann nenne ich sie Explorer-LP. Nein, tust du nicht. War ein Scherz. Sehr sorry, wenn ich mich jetzt an sowas aufhalte. Wer meine anderen MMOs kennt, der weiß, das ist alles wohl bedacht bei mir. Und ich nehme einen Namen, der jetzt nicht so spektakulär ist. Aber der mir gut gefällt. So, Süße. Mögen die Spiele beginnen. Ladebildschirm. Ich glaube, ja. Ich glaube, ich muss den Sound ein bisschen höher stellen. Nennt mir einen Grund, warum wir euch nicht auf der Stelle töten sollen. Das Konklave ist vernichtet. Alle, die ihm beiwohnten, sind tot. Alle außer euch. Klicke auf eine Antwort im Dialograd, um sie auszuwählen. Oder drücke 1, 2, 3, 4, 5, 6, um Antworten schnell an der Hand ihrer Position im Rad zu wählen. Ja, das geht, glaube ich, auch nach Zeit, ne? Ihr denkt, ich bin dafür verantwortlich. Erklärt mir das! Das kann ich nicht. Was soll das heißen? Ihr könnt es nicht. Ich weiß nicht, was das ist oder woher ich es habe. Ihr lügt! Wir brauchen Sie, Cassandra. Bei einigen Dialogen kannst du auf bestimmte Situationen emotional reagieren. Dies ist der Fall,
ist dies der Fall, erscheinen bestimmte Symbole, die zeigen, welches Gefühl mit welcher Antwort verbunden ist. Da seht ihr das Auge, das weint. Der Trotzkopf. Energisch. Ja. Ich würde sagen... Ich kann es einfach nicht glauben. All diese Leute sind... tot? Erinnert ihr euch, was geschehen ist? Wie das alles begann? Ich erinnere mich, dass ich gerannt bin. Irgendwelche Dinge haben mich gejagt und dann war da... eine Frau? Eine Frau? Sie hat die Hand nach mir ausgestreckt, doch dann... Geht ihr ins vorgeschobene Lager, Liliana. Ich werde sie zum Riss bringen. Was ist geschehen? Es ist einfacher, wenn ich es euch zeige. Ein gewaltiger Riss in die Welt der Dämonen, der mit jeder Stunde, die vergeht, größer wird. Das ist allerdings nicht der einzige Riss dieser Art, nur der größte. Sie entstanden alle durch die Explosion beim Konklave. Dazu ist eine Explosion imstande? Diese war es. Wenn wir nichts tun, könnte die Bresche größer werden und die ganze Welt verschlingen. Jedes Mal, wenn sich die Bresche erweitert, breitet sich auch euer Mal aus. Und es tötet euch. Es ist vielleicht der Schlüssel, um das hier aufzuhalten, aber uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Ich habe also im Grunde überhaupt keine Wahl. Keiner von uns hat eine Wahl. Für sie steht eure Schuld fest. Sie brauchen diese Erklärung. Die Bewohner Havens trauern um ihre Heiligkeit, die göttliche Justinia, das Oberhaupt der Kirche. Das Konklave war ihre Idee. Es war eine Möglichkeit, Frieden zwischen den Magiern und Templern zu stiften. Sie rief ihre Anführer zusammen und nun sind sie tot. Wir schlagen um uns wie der Himmel, doch wir müssen an mehr denken als nur an uns selbst, so wie sie es getan hat. Die Bresche muss geschlossen werden. Ihr werdet einen gerechten Prozess erhalten. Mehr kann ich euch nicht versprechen. Kommt, es ist nicht mehr weit. Wohin bringt ihr mich? Euer Mal muss an etwas Kleinerem als der Bresche getestet werden. Ja, und damit willkommen bei Dragon Age Inquisition. Ich bin mal gespannt. Ich habe die Maus, glaube ich, ein bisschen... Kann man schon bewegen? Wir können uns bewegen. Aber nach oben unten gucken ist ein bisschen tricky, oder? Geht das? Geht das? Ja, es geht, aber da muss ich, glaube ich, noch ein bisschen an den Einstellungen schrauben. Die gute Shira. Ja, wir werden gegen Drachen kämpfen, wir werden Kriegsmissionen starten, wir werden gegen Risse kämpfen, um diese zu schließen. Wir werden so viel machen und ich freue mich riesig. Und ich muss sagen, für 2014, gut, 2 Jahre ist jetzt noch nicht so lange her, aber die Grafik finde ich schon very, very nice. Ja, ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Und werden dann, was ist denn das? D? D, was steht da? Nach oben, A.
Nach unten D, um dich zu bewegen, nach links, rechts sowie nach hinten, um seitwärts Schritt zu machen. Um dich umzusehen, kannst du außerdem rechte Maustaste gedrückt halten und die Maus bewegen. Ja, wie gesagt, ich glaube, das habe ich ein bisschen zu low eingestellt. Da muss ich noch ein bisschen hoch scrollen. Okay, Kinders. Ich freue mich auf das kommende Gameplay. Ich hoffe, du da draußen auch. Und wie gesagt, wenn du das Spiel schon durch hast und mir im Verlauf des Let's Plays oder Gameplays noch Tipps geben kannst, da bin ich dir äußerst dankbar. Ansonsten wünsche ich dir jetzt schon mal einen schönen Tag, schönen Abend und die Folgen werden jetzt täglich kommen, 16.30 Uhr, I believe I can fly, ja 16.30 Uhr denke ich mal werden sie kommen, 16 Uhr, den Platz halte ich mir noch frei für Icarus, was ja ab dem 15. wieder losgeht. 16.30 Uhr ist frei, da war ja Battlefield, das ist ja jetzt vorbei. Und 17 Uhr kommt ja Ark Staffel 3. Okay, wie gesagt, ich wünsche dir einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst. Und sage tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.